Franken Maxit hat ein Produkt entwickelt, das den Mauerwerksbau revolutionieren könnte. Das Mörtelpad soll, so die Angaben des Herstellers, nicht nur die Anschaffung von Mischmaschinen oder Mörtelsilos überflüssig, sondern auch die Errichtung von Wänden mit Dünnbettmörtel einfacher, schneller, sauberer und sicherer machen. Ob das neue Verfahren wirklich so einfach und zuverlässig funktioniert, wie der Hersteller verspricht, wollten wir von der Redaktion der Zeitschrift Bauhandwerk selber ausprobieren. Wir sind dazu nach München gefahren, wo die Firma Obermeier mit Ziegeln von Unipor und den Mörtelpads 7 Wohnungen errichtet. Traditionellerweise braucht man zum Mauern neben den Ziegeln Mörtel, der entweder als Siloware geliefert wird oder als Trockenmischung unter Zugabe von Wasser mit einer Mischmaschine oder einem Rührwerk in gebrauchsfertigen Zustand versetzt wird. Beim Dünnbettverfahren trägt der Maurer den Mörtel dann mit einem Mörtelschlitten auf, der in gefülltem Zustand bis zu 25 Kilo wiegen kann. Ganz anders das Verfahren beim Mörtelpad. Nachdem die Kimmschicht mit einem Mörtel der Mörtelgruppe 10 angelegt wurde, können alle nachfolgenden Schichten mit dem Pad belegt werden. Im ersten Schritt wird das Mauerwerk vorgenässt. Anschließend legt man die Mörtelpads in Längsrichtung bündig auf die Planziegellage. Die Mörtelplatten bestehen aus einem mit Glasfasergewebe verstärkten Leichtdünnbettmörtel und einem wasserlöslichen Schmelzkleber und sind für verschiedene Ziegelformate lieferbar. Überstände können mit einem Messer abgeschnitten und an anderer Stelle verwendet werden. Danach werden die Mörtelpads so lange bewässert, bis das Wannenprofil auf der Oberseite gefüllt ist. Auch Anschlüsse an Stirnseiten lassen sich mit dem Mörtelpad in gleicher Weise ausführen. Anfeuchten, auflegen, bewässern, fertig. Ist das Wasser eingezogen, was maximal 3 Minuten dauert, kann man die nächste Lage Plansteine aufsetzen. Durch leichte Schläge mit einem Gummihammer wird der Ziegel ausgerichtet und in das Mörtelbett eingetrieben. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, konstante und saubere Fuge. Herr Paul, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, so ein Mörtelpad zu entwickeln? Die besten Ideen kommen eigentlich immer vom Handwerker, vom Verarbeiter selber. Ich bin jahrelang auf die Baustelle immer gefahren und habe immer mit dem Mörtel anrühren, Mörtelauftragsgerät gearbeitet. Und also mal so die Anfrage, Mensch, können Sie denn nicht mehr was anderes erfinden, was vielleicht leichter wird, wo nicht immer ein Mann diesen ganzen Tag im Mörtel anrühren muss, das Auftragsgerät sauber machen. Da haben wir uns die Gedanken gemacht, wie können wir den Verarbeiter das erleichtern, dass das ganze Werkzeug wegfällt. Dann sind wir mit der Firma Maxit zusammen so auf eine Idee gekommen, so ein Mörtelpad oder ein Mörtelband zu entwickeln. Diese Entwicklung hat jetzt einige Jahre gedauert. Jetzt sind wir so weit, dass wir das ganze Mörtelpad auf die Baustellen vorstellen und es wird sehr gut angenommen. Bei der Arbeit mit dem Mörtelpad spart man viel Zeit, weil man keinen Mörtel anmischen und auftragen und am Ende eines Arbeitstags auch keine Mörtelschlitten oder Mischmaschinen reinigen muss. Außerdem spart der Bauunternehmer Geld, weil es bei den Mörtelpads praktisch keinen Ausschuss mehr gibt und weniger Maschinen eingesetzt werden müssen.
Mir persönlich ist aber ein anderer Vorteil viel wichtiger, dass ich nämlich keine Mörteleimer über die Baustelle schleppen und mit schweren Mörtelschlitten hantieren muss.